schafft euch alleine! Hey Leute, schöne Grüße hier aus München und bei diesem wunderschönen Wetter geht's für mich heute mal nicht ins Studio. Nein, ich gehe Fahrrad fahren oder besser gesagt, ich gehe graveln. Also ich fahre eigentlich viel Fahrrad, hier in München jeden Tag eigentlich zum Studio. Aber heute geht's halt graveln, habe ich auch schon öfter mal gehört. Ich habe aber keine Ahnung, was mich da so richtig erwartet und deshalb lasse ich mir das erklären von zwei Gravel-Profis, Karin und Flo. Und die treffe ich jetzt bei Scott. Grüß euch. Hey. Hi. Ihr seid schon bereit. Tore, hallo. Karin. Flo. Wir gehen heute graveln, nennt man das so? Genau. Ich bin noch nie Rennrad gefahren, sonst komme ich vom Mountainbiken. Ihr seid ja sozusagen ein bisschen der Mix, ne? Ich fahre normal Mountainbike. Ich komme vom Rennrad, von der Straße und hier hast du eigentlich die perfekte Kombination. Kannst mal auf der Straße fahren, mal ein bisschen Offroad. Also ich kann zwischendurch noch eine Abkürzung über eine Wiese nehmen. Genau, wir haben auch eine kleine Challenge eingebaut, ein paar Höhenmeter kommen dann noch. Meine Challenge ist schon, euch hinterher zu kommen, aber nehmt keine Rücksicht. Oh, doch, nehmt Rücksicht, sonst ist das, fahre ich doch nachher alleine durch Bayern. Klingelt mein Telefon. Das kostet eine Kiste Bier bei uns beim Fernsehen. Oder bei euch eine Kiste Radler. Jetzt kommen wir auf den Schotter. So, hier wäre jetzt mit Rennrad schon sehr ungemütlich. Hier wäre es ungemütlich dann. Könnt ihr noch? Wir schon, du? Ja. Nee, ich wollte nur sicher gehen. Aber würde denn hiermit auch noch mehr gehen? Also ein bisschen mehr Gelände? Ja, definitiv. Ja? Du kannst du Single Trails fahren? Echt jetzt? Ja, klar. Cool, können wir das auch noch irgendwo hier? Das sehen wir dann gleich. Okay. Haben noch ein paar Überraschungen für dich. Ja, geil. Ist das denn jetzt so euer Speed auch oder macht ihr es für mich jetzt so bequem? Da lachen sie nur. Wir können schon noch einen Zahn was zulegen. Was ist denn euer Speed so? Du kannst ja mal reintreten und ich sag Stopp. Okay, warte mal hier mein Race Mode. Was ist das, 30? 32 ungefähr würde ich sagen. Alles ab über 30 ist dann schon zügig. Yeah! Hier crazy durch die Matsche durch! So! Boah, mega! Für dich zu wenig, ne? Let's fetz, wie man beim Graveln sagt. Achtung, Baum! Die restlichen 15 Kilometer fahren wir mit der Bahn. Genau. Jo. Los, auf geht's! Ja. Los! Ja. Geht's! So. Boah, ich bin ein bisschen überrascht, dass ich noch an euch dran bin, aber ist geil, wirklich. Ey, Hammer, ich bin total begeistert. Hätte ich nie gedacht. Ist jetzt keine Umstellung, ist eher einfach angenehmer. Aber damit du dich jetzt noch ein bisschen ausbauen kannst, haben wir noch eine finale Challenge für dich. Ah, also, los geht's. Was ist mit euch los? Hä? Hopp? Ja, wie hopp? Ach, geht schon noch. Boah, das geht in die Beine. Ah, ja, zu schnell am Anfang. So, jetzt kommt die Mountainbikerin und zieht uns ab berghoch. Komm, das ist nicht euer Tempo. Lass mich ruhig alleine. Auf geht's. Ja, ist das letzte Stück? Ja, ja, weit ist es nicht mehr. Nochmal aufstehen. Ah. Jetzt nochmal in den Unterlenker und richtig reintreten. Geschafft. Alles klar mit dir, oder? Oh. Was für ein toller Trip. Wie war's für dich? Ich bin mir anstrengender vorgestellt. Mega, wirklich. Also ich bin total begeistert. Ich bin echt auch so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Rennrad wäre nichts für mich. Mountainbike wäre wahrscheinlich zu gefährlich für meinen Job. Und das ist so ein gutes Mittelding. Kommst du in die Natur, kannst trotzdem Strecke machen, ey. Das war auch motivierend. Dadurch, dass ihr zwischendurch ein bisschen auf mich gewartet habt. Also haben wir gerne. Ich bin sehr stolz. Drei Länder, drei Etappen, drei Tage lang. Die Gravel Bike Experience powered by Volkswagen Air. Volkswagen.